Guten Tag. Ich habe schon erwähnt, wenn jemand ein Video will für eine Party, Geburtstagsparty oder was auch immer, irgendwelche schöne Party, kann sich das bei mir schon bestellen. Ich stelle das zusammen und schicke ich hin. Und dann auf eine Geburtstagsparty hat man Überraschungseffekt. Anstatt irgendwelche Weine zu schenken, rot oder weiß, die Leute trinken die nicht oder die schmecken nicht. Oder irgendwelche Servietten den Leuten zu schenken, das hat wirklich alles keinen Sinn, weil das sind schon alte Lamellen und ich brauche wirklich keine Servietten. Und andere Geschenke sind auch oft wirklich blöd, muss ich sagen. Deswegen ist das modern, progressiv, ein Video zu schenken. Also, wenn jemand das will, bitteschön. Die pathologische Eifersucht des Skorpions ist nicht nur die Angst, den geliebten Menschen zu verlieren. Skorpion hat in seiner Seele eine bittere Lebensanschauung. Und er glaubt an die fundamentale Schlechtigkeit eines jeden Menschen. Viele Leute, weil das war mein Preview, viele Leute haben schon geschrieben, das stimmt nicht und Blödsinn und Käse. Natürlich wird jeder das sagen. Wenn jemand zu mir sagt, ich bin Zwilling, Zwillinge klauen und Zwillinge sind Lügner, werde ich auch sagen, Blödsinn. Ach, stimmt, nie im Leben. Ach, überhaupt nicht. Das ist ja klar, normale Reaktion. Aber ich möchte sagen, dass das wirklich stimmt, dass Skorpion so negativ eingestellt ist zum Leben und diese bittere Lebensanschauung hat. Das ist egal, wo der ist, zu Hause oder in der Firma oder irgendwo in einem politischen System oder religiösen System. Skorpion wird das immer weiter pflegen und weiter verbreiten. Und das merkst du überall, wenn du mit Leuten privat redest und diesen Skorpione und du sagst etwas, egal was, ich werde Videos machen wollen, damit die Leute sich das auf einer Geburtstagsparty anziehen und präsentieren. Ach, hast du keine Chance? Ach, es gibt tausende Videos. Ach, und so weiter. Immer diese negative Einstellung. Egal, ne? Du kannst sagen, ich werde auf eine Party auftreten, so und so angezogen, kriegst du auch sofort eine negative Antwort. Und alles, was du sagst, ist ziemlich negativ beim Skorpion. Ich habe es schon erwähnt. Du kannst zu Skorpion sagen, guck mal, was für ein schöner Ring. Skorpion wird sagen, ja, aber der ist zu groß. Guck mal, wie der schön ist, ja, aber der ist zu klein. Und so geht es mit Beziehungen, deswegen zerstört er alles, weil diese negative Einstellung zum Leben ist schon gelegt in der Seele. Das hat er natürlich von den Eltern genommen, Schule natürlich auch und irgendwo, wo er war, egal in welchen Gruppierungen, das hat er alles übernommen und das bleibt für immer so. Aber vor allem, es geht um das Negative. Und wenn du mit Skorpionen redest, da wird er natürlich über Wirtschaft negativ reden, über Teamarbeit, wo er da jetzt arbeitet, auch sehr negativ. Skorpion gehört nicht zu diesen Leuten, die sagen, ach, scheißegal, vergiss es, das Leben ist schön. Und deswegen, man hört sehr oft über Beziehungen solche negative Sachen vom Skorpion. Es geht ihm schlecht, der Partner hat ihm keinen Ring gekauft, zum Geburtstag auch nichts geschenkt, das hat er ja vergessen. Ach, der vergisst das immer, aber es ist egal. Und dann, viele Skorpione werden natürlich private Sachen erzählen, dass, mein Gott, wie ich schon gesagt habe, da haben sich zwei Typen in der Sauna zerstritten, weil einer hat angeblich Fußpilzratte nicht gehabt.
Der hat erklärt, dass das nicht sauber gemacht worden ist. Er hat die Fingernägel abgeschnitten und das war nicht abgebürstet und er hat keine Zeit gehabt, Füße einzuweichen. Und so ist dann die Sauna mit seinem Freund und er hat den da fertig gemacht, weil er Fußpilz hat. Aber wie gesagt, viele Skorpione erzählen mir auch, dass der Partner schreckliche Füße hat und Fußpilz haben und was ich da alles gesagt kriege und Hämorrhoiden haben und zum Arzt nicht gehen. Also Mundgeruch oft, vor allem morgens, wenn sie was trinken. Also sehr viele negative Sätze hörst du da. Es ist so natürlich, Skorpion wird leider das ganze Leben diese Wunden mit sich tragen. Und beim Skorpion ist es so, ich muss sagen, da geht es nicht um die Fakten. Beim Zwilling zum Beispiel, weil Zwilling denkt in Systemen. Bei Zwilling geht es um die Fakten. Und wie ich gesagt habe, wenn Zwilling kauft irische Butter, dann wird er dir erklären können, warum diese Butter ist gelb, gelblich als deutsche Butter und warum ist sie so schön weich. Aber das sind Fakten, die Zwillinge sammeln. Aber beim Skorpion geht es nicht darum, Fakten verwirren den Skorpion. Er will davon überhaupt nichts wissen, weil es geht da um Bauchgefühl. Er hat das gefühlt, er hat das gerochen, er hat das gesehen. Das ist ein Mann oder eine Frau mit viel Gefühl. Gefühl ist da im Herz und in der Seele. Und deswegen verabscheut er diese Sachen, diese Fakten eben. Ja, man muss noch eins wissen, Skorpion ist ein Mensch mit riesengroßen Macht. Egal, ob er klein ist und fett, egal, ob das hässliche Frau ist, auch klein und fett, oder eine schöne Frau oder ein schöner Mann, egal was, das sind Menschen mit Macht. Und deswegen verändern die sehr viel in der Politik oder in der Religion, in der Schule, in der Beziehung, in der Familie. Deswegen gehen die Sachen da wirklich kaputt, weil es geht hier um die Macht. Ich muss sagen, diese Menschen, die mit Skorpionen zu tun haben, müssen lernen, vielleicht Abstand nehmen. Skorpion kann dich total verändern, egal um was es geht. Ums Essen, wenn du heute mit Skorpion redest, was kochen sie? Und da wird Skorpion dich auch so beeinflussen, dass du wirklich heute Spaghetti mit Tomatensauce machst. Weil Skorpion wird dich beeinflussen. Ach, sie brauchen doch nicht. Das Wetter ist jetzt ein bisschen kälter. Bleiben Sie lieber zu Hause, hören Sie schöne Musik, trinken Sie etwas, aber nicht da am Herd sitzen und Entenkeule braten. Wozu? Das dauert über 2 Stunden. Und plötzlich kommst du nach Hause und kaufst du wirklich Tomaten und machst du Spaghetti mit Tomatensauce. Also die Skorpione verändern dich immer. Vor allem bei der Arbeit. Das ist das Schlimmste. Deswegen gibt es da immer Krach und mein Gott, wenn du mit Skorpion arbeitest, es wird dir immer schlecht. Du kommst nach Hause und es wird dir immer schlecht gehen. Du wirst weinen. Weil Skorpion verändert absolut alles. Weil er glaubt an diese fundamentale Schlechtigkeit der Menschheit. Für heute ist die Zeit um.